Heute im Tigerentenclub Synchronschwimmen. Coole Action im Wasser mit den Schwimmerinnen Marlene und Daniela. Und hier ist eure Tigerentenclub-Crew. Seine Musik rockt jede Party. An den Turntables DJ Philipp. Im Schwimmbecken wird er vielleicht zum Star. Günther Kastenfrosch. Und ihr Herz schlägt garantiert im gleichen Takt. Johannes und Mushtar. Hallo, herzlich willkommen im Tigerentenclub. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Heute geht's bei uns ums Check, Synchronschwimmen. Wow. So oder so ähnlich sieht das dann aus, nur unter Wasser. Super anstrengende Sportart, versprochen. Wir haben sogar zwei Synchronschwimmerinnen der deutschen Nationalmannschaft im Studio. Es wird richtig spannend. Außerdem bei uns zu Gast Social Media Star und Sängerin Selina Moore. Und mitgebracht hat sie uns ihre Single Jackpot. Außerdem holen natürlich jetzt mal erste unsere Spielekids rein. Meine Frösche sind extra aus Germersheim hergeschwommen. Sie kommen vom Goethe-Gymnasium und für euch kämpfen wir heute Sarah, Jason. Meine Tigerenten kommen vom Gymnasium bei St. Michael aus Schwäbisch Hall. Für die Schulklasse kämpfen Maya, Luisa und Moritz. Guten Tag. Guten Tag. Schön, dass ihr da seid, liebe Tigerenten und Frösche. Lasst uns sofort loslegen, denn es geht ja schließlich darum, so viele Notbremsen wie möglich zu sammeln. Die braucht ihr heute im Finale auf der wilden Rodeo-Ente. Und wir starten mit dem Team Check. Spiel 1. Und Sarah aus meinem Frösche-Team, die hat einen ganz besonderen Berufswunsch. Was möchtest du später mal werden? Ich will mal Astronautin werden. Wie bist du denn darauf gekommen? Also ich habe mich schon immer für so Weltersachen interessiert. Und dann kam halt auch recht schnell der Wunsch, das mal zu machen. Und wenn du mal im Weltall unterwegs bist, was würde dir da am meisten fehlen, außer Günther Kastenfrosch? Also meine Eltern, mein Hund, meine Freunde. Ja, die kannst du wahrscheinlich nicht alle mitnehmen. Ja. Aber ich bin sehr gespannt, ob es klappt. Aber noch viel spannender ist ja, klappt es heute mit dem Goldpokal? Da werden die Tigerenten ein Wörtchen mitzureden haben. Für uns sitzt Moritz am Ende auf dem Rodeo. Du hast heute zwei ganz schöne Hühner dabei. Ja. Die sind ganz schön wild. So, hast du die einigermaßen im Griff da? Geht so, ja. Geht so? Hört ihr auf den Moritz oder nicht heute? Ja, okay. Nein. Seit wann hört ihr auf mich? Also ich weiß nicht, ob ich es euch glauben soll. Aber was ich sicher weiß, du hast einen fixen Berufswunsch. Was möchtest du werden? Ich will mal bei der Kripo arbeiten. Das heißt, wenn der Günther heute Faxen macht, dann wird er festgenommen. Ja. Ja? Okay, das klingt ganz gut. Und Faxen macht er ganz sicher. Der das macht kann ich auf euch jeden jetzt schon Fall sagen. Faxen. Ich würde sagen, wir starten mit unserem ersten Spiel. Da müsst ihr zeigen, ob ihr angeln könnt. Kommt mal nach vorne. Ihr schnappt euch jetzt alle jeweils eine Angel und habt die Aufgabe, diese kleinen Entchen hier aus dem Teich zu angeln und dann da drüben abzulegen. Wer dann nach Ablauf der Zeit mehr Enten geangelt hat, der bekommt die erste Notbremse heute hier im Tigerentenclub. Es geht los in 3, 2, 1, go! So, die Zeit läuft insgesamt 45 Sekunden. Schön mit Gefühl die Teams am Schwanz die Ente packen und dann rein in das Glas. Oh, die erste Ente haben die Tigerenten schon. Das Fiese ist ja, wenn sich die Angeln verhaken. Das ist ja, das kann gemein. Gerne mal passieren. So, jetzt haben auch wir den Dreh raus. Jetzt läuft es ganz gut. 3 bei den Tigerenten aktuell. 2 bei den Fröschen. Tigerenten, Tiger! So, noch 18 Sekunden. Ihr habt noch 15 Sekunden. 10 Sekunden noch. Die letzten Sekunden laufen. 5, 4, 3, 2, 1. Vorbei. Ist leider runtergefallen. Das sieht doch echt gut das aus. War ein, ja, fangen komm. Wir doch mal an zu zählen. Ich bei zähle euch. Mal, das war bei euch ein ganz schöner Schlussspurt. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Enten. Und bei den Fröschen sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Das bedeutet, diese erste Notbremse geht an die Frösche! Da sehen wir es nochmal, unser Teamduell. Die Tigerenten, die haben so gut gestartet und dann haben die Frösche nachgezogen und sich verdient die Notbremse geschnappt.
Ja, aber macht euch keine Sorgen, Tigerenten. Es gibt noch ganz viele Notbremsen zu holen. Zum Beispiel durch eure Lehrer. Und die Frösche, die haben eine ganz nette Lehrerin mitgebracht. Hier ist für euch Frau Kiefer. Hallo Frau Kiefer. Hallo. Herzlich willkommen im Tigerenten. Dankeschön. Die Tigerenten werden natürlich auch unterstützt. Jetzt ist die Frage, hat eure Lehrerin genug Power, um eine Notbremse zu holen? Auf jeden Fall, okay. Dann holen wir die rein. Großen Applaus für Frau Sembritzky. Willkommen im Tigerenten. Schön, dass ihr da sind. Also, es geht natürlich heute nicht nur ums Gewinnen, so ein bisschen schon. Der erste Gewinner bekommt 600 Euro, der zweite Gewinner 400 Euro. Das alles ist für einen guten Zweck. Wohin geht denn ihr Geld? Also, die Klasse hat sich entschieden, dass wir das Geld an eine Kinder- und Säuglingsstation in Eritrea, in der Hauptstadt Asmara, spenden. Da ist die Säuglingssterblichkeit sehr, sehr hoch. Und da fehlt es eigentlich an dem Nötigsten auch für die hygienische Versorgung von den Neugeborenen, die noch sehr, sehr empfindlich sind. Und ja, da wollen wir den kleinen Kindern einen besseren Start ins Leben ermöglichen. Also ein ganz tolles Projekt der Ärzteorganisation Hammerforum. Und damit das klappt, gibt es von mir einen kleinen Glücksbringer. Bitte schön. Dankeschön. Natürlich nehmen die Frösche heute auch Geld mit. 400 Euro auf jeden Fall, wenn es gut läuft. 600. Und auch Sie spenden an ein Kinderhilfsprojekt vom Hammerforum. Richtig. Wir haben uns dafür entschieden, das Kinderhospiz in Guinea-Bissau zu unterstützen. Das ist eins der ärmsten Länder der Welt, generell Guinea-Bissau. Und dort ist natürlich die medizinische Versorgung deshalb auch sehr schlecht. Und wir haben uns einfach gedacht, wir unterstützen dort die Kinder und dass es denen dort besser geht, so gut wie uns hier. Das finden wir großartig. Und Sie, Frau Kiefer, bekommen natürlich auch einen kleinen Glücksbringer. Denn jetzt sind Sie gefragt. Sie können jetzt die vielleicht erste Notbremse für die Frösche holen. Das wäre doch schön, oder? Das wäre super. Wir kommen nämlich zum Lehrer-Duell. Spiel 2. Wir spielen Lehrer-Pantomime. Macht unheimlich Spaß, wenn man zugucken darf, so wie ich. Ja. Ich zeige Ihnen gleich Begriffe. Es geht um das Thema Wassersport und Strandleben. Alles klar? 30 Sekunden habt ihr Zeit, Frösche. Frau Kiefer, sind Sie bereit? Jawohl. Dann geht es los in 3, 2, 1, go! Wassersport, Wassersport, Freunde. Und Strandleben, was braucht man da? Ein Surfbrett wäre es gewesen. Ich sag mal weiter. Das ist ein... Ach, darf ich nichts sagen. Sollen wir mal weitermachen? Okay. 10 Sekunden eine Postkarte. Noch. Ein Buch wäre es gewesen, was man gerne... Sonnencreme. Liest. Sonnencreme. Ja, Sonnencreme ist richtig. Endlich. Fisch? Ja, Drei. Fisch ist auch richtig. Taucherbrille. Taucherbrille. Die waren auch in der Zeit tatsächlich. Das bedeutet ganz knapp 3 richtige Punkte. So, liebe Tigerenten, 3 richtige Begriffe müssen wir schlagen. Schaffen wir das? Ich glaube, ja. Gut, also auch für uns. 30 Sekunden. Thema bleibt das Gleiche. Sie sagen weiter, wenn es nicht passt. Ihr ruft die Begriffe rein. Es geht los. 3, 2, 1, go. Schnorchel ist richtig. Schwimmflügel. Schwimmflügel ist richtig. Frisbee ist auch richtig. Ja, läuft. Pumpe. Luftmatratze. Luftmatratze ist richtig, super. Sonnenschirm. Sonnenschirm ist auch richtig. Sandburg ist richtig. Leute. Redboot. Sag mal, Moritz ist am Strand aufgewachsen. Volleyball. Volleyball ist auch richtig. Ich habe keine Begriffe mehr. Die Zeit ist um. Ja! Leute, wisst ihr, was das heißt? Ach, was ist denn... Moment mal. Was ist denn das für ein Gruß? Ich will den auch können. Das ist der Tigerentengruß. Der Tigerentengruß. Wie geht der? Die Ghettoente. Die Ghettoente. Ghettoente. Oh, Entschuldigung. Weißt du, wie viele richtige Begriffe wir haben? 8 richtige Begriffe, das heißt, die Notbremse geht an die Tigerente! Da sehen wir nochmal unser Lehrer-Pantomime. Also der Moritz hat da einen Begriff nach dem anderen rausgehauen. Ich glaube, der wohnt am Strand. Macht nichts anderes als schwimmen. Spiel 3. Ich weiß auf jeden Fall, wer noch am Strand aufgewachsen ist. Unser lieber Günther. Was soll das sein? Synchronspringen? Günther, oder was? Deine Badehose hat hinten einen Riss. Das ist äußerst unangenehm. Ja, vielleicht lässt du das mal reparieren. Nicht so viel Pizza essen, mein Lieber. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gesehen. Delian, du wirst hier gleich beim Froschhüpfen antreten. Ja. Du stehst total auf Fußball. Ja. Wer ist denn dein Lieblingsverein? Mein Lieblingsverein ist Paris Saint-Germain. Und da spielt doch mein Lieblingsspieler Neymar Junior. Warum findest du den so gut? Weil er sehr gut dribbeln kann und er ist
angriffsstark. Du bist aber auch angriffsstark, oder? Ja. Holen wir uns die Notbremse jetzt beim Froschhüpfen? Ich hoffe schon. Ich hoffe auch. Ja, bringt einem gut dribbeln was, wenn man hier erstmal hüpfen muss beim Froschhüpfen. Maja, was glaubst du? Nicht wirklich. Nicht wirklich, genau. Kannst du gut springen, ist die Frage. Also, ich hoffe, also auf dem Trampolin kann ich es auf jeden Fall. Das ist eine Sportart, glaube ich, Trampolinspringen, oder? Ja, also das gehört jetzt bei mir eher zum Bereich Turnen. Also ich bin jetzt nicht wirklich in einem Verein, aber ich trainiere halt jeden Donnerstag, treffen wir uns in der Sporthalle mit einer Trainerin und dann können wir verschiedene Sachen aufbauen und turnen und halt auch Trampoline. Und ich habe auch ein Trampolin im Garten. Und cool. Da mache ich halt immer Saltos drauf und so. Das heißt, das Froschhüpfen sollte für dich ein Klack sein. Ich drücke dir die Daumen. Achtung, aufpassen. Hier kommt eure Hüpfreihenfolge. Jetzt seid ihr dran, stellt euch schon mal in die Mitte. Viel Glück. Wir drücken euch die Daumen. So, Maja, ich komme zu dir gesprungen. Wie war's? Es gibt auf jeden Fall dicken Applaus. Ist es gut gelaufen? Also, ich denke schon am Anfang glaube ich schon so die ersten 5, 6, aber am Ende habe ich irgendwie was komplett Falsches gemacht. Komm, wir gucken erstmal rein, da vorne können wir es sehen. Ihr zählt bitte mit, liebe Klasse. So. 1, 2, 3, 4. Ah, da war ein Feld, aber 3 richtige. Sind wir mit zufrieden? Muss erstmal geschlagen werden. Oh, ihr guckt mir zu cool. Delian, können wir das schlagen? Ich denke schon. Ich denke auch. Wir schauen mal da drüben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boah, das hört ja gar nicht mehr auf. 6 richtige. Delian, was hättest du denn gerne dafür? Eine Notbremse. Sollst du bekommen. Diese Notbremse geht an die Frösche. Tigertengruß. Damit gehen die Frösche auf dem Notbremsenkonto in Führung. Es steht 2-2 und wir schauen noch mal rein. Die ersten 3 Felder sind sie noch beide synchron gesprungen und danach konnte sich Delian noch 3 weitere Felder merken. 6 richtige und damit verdiente Notbremse für die Frösche. Das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr mit euren Freunden im Schwimmbad seid, dann versucht ihr coole Stunts und coole Tricks im Wasser zu machen. Das ist gar nicht so einfach. Ich meine, na gut, Günther, so eine Arschbombe, also die kann wirklich jeder. Aber wir haben heute 2 Gäste im Studio, die sind über Wasser absolute Experten. Die machen da ganz lässig Posen, die sehen super elegant und super schön aus. Jetzt kommen Daniela und Marlene, die sind Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft und zwar im Synchronschwimmen. Coole Moves. Perfekt im Takt. Zur Musik und zu allen anderen im Wasser. Das ist Synchronschwimmen. Geschwommen wird in der Gruppe, in der Kombination, im Duett oder im Solo. Absolutes Tabu für die Athletinnen, den Beckenboden berühren. Jede Pose wird aus eigener Kraft gehalten. Echte Stars des Sports sind Marlene Boja und Daniela Reinhardt von den Münchner Isarnixen. Gleich in mehreren Disziplinen sind sie deutsche Meister. Marlene und Daniela trainieren 2-mal täglich, bis zu 25 Stunden die Woche. Und vertreten Deutschland bei allen internationalen Wettbewerben. Hier sind 2 echte Isarnixen und deutsche Meisterinnen im Synchronschwimmen. Hier sind Daniela und Marlene. Oh, Günther ist schon verliebt. Willkommen im Tigerentenclub. Hallo, schön, dass ihr da seid. Nehmt doch gerade Platz hier. Also, ich habe das mir eben angeschaut. Das sieht bei euch ja im Wasser aus, als würdet ihr tanzen. Aber ihr seid wahnsinnig athletisch. Das ist richtig anstrengend, oder? Ja, also man braucht eigentlich ziemlich viel. Also es ist eine ziemlich vielseitige Sportart. Man braucht ein Teamgefühl. Also es ist ein Mannschaftssport.
dann ist es wichtig, dass jeder individuell gut in seiner Kraftausdauer, in der normalen Ausdauer, Taktgefühl ist wichtig. Dann ist natürlich noch eine Präsenz wichtig, dass man quasi die Wertungsrichter überzeugt. Also es ist ziemlich vielseitig. Aber Günther turnt die ganze Zeit hier so rum. Der hat wohl richtig Lust auf Synchronschwimmen. Aber sag mal, wenn er jetzt in einem Verein mitmachen möchte, welche Fähigkeiten bräuchte er denn, um da am Start zu sein? Naja, Günther müsste schon mal beweglich sein, also an seinen Spagaten arbeiten. Ja. Reicht Purzelbaum? Purzelbaum sieht man nicht so schlecht. Muss man aber auch im Wasser können. Ich glaube, dann wird's schwierig. Genau. Oh Gott. Günther, alles gut? Bitte verletz dich nicht, wir brauchen dich noch. Wenn man sich im Wasser so grazil bewegen muss, gibt's da, ich meine, wie gesagt, Arschbomber kann jeder, aber gibt's da spezielle Techniken, wie das funktioniert, wie man auch über Wasser bleibt? Ja, wir haben verschiedene Techniken, Paddeltechniken für die Beine und für die Arme. Und die sind natürlich wichtig, dass die ordentlich sitzen. Wenn ihr euch zu Hause jetzt fragt, was ist denn eigentlich die Paddeltechnik? Wir haben ein paar Bilder, die zeigen wir euch jetzt. Und vielleicht könnt ihr beide erklären, was passiert da genau. Also hier sehen wir jetzt unser Wassertreten. Das ist für die Beine. Und dabei bewegen sich die Beine immer schön abwechselnd wie ein Quirl, um über Wasser bleiben zu können. Und das ist eine andere Übung? Genau, das ist die Paddeltechnik, um eben mit den Füßen aus dem Wasser zu kommen. Die heißt Support Skull, nennt sich die. Und das ist eben eine bestimmte Technik, um möglichst hoch rauszukommen. Ich finde, das sieht total super aus. Und das, war das so ein angedeuteter Sprung, oder? Ja, das ist bei uns der Armboost. Das ist einfach die schnelle Bewegung aus dem Wasser und dann wirklich so hoch wie möglich. Und man sieht es, ihr seid immer im Team unterwegs. Wie funktioniert das denn eigentlich, wenn man da mit dem ganzen Team schwimmen muss? Das muss ja aufeinander abgestimmt sein. Könnt ihr miteinander reden? Naja, unsere Bewegungen sind auf einem bestimmten Takt. Und manchmal steht die Trainerin am Rand und klopft gegen eine Stange. Das hören wir unter Wasser und dadurch hören wir dann diesen Takt. Und da wissen wir dann, ah, genau, da ist unsere Bewegung. Okay, das heißt, die Trainerin kann mit euch reden, aber könnt ihr untereinander auch irgendwie miteinander reden? Also wir können uns anschauen und dann sehen wir eigentlich schon, okay, die ist jetzt viel schneller, ich muss mich mal ein bisschen beeilen, ich bin gerade viel zu spät. Aber wir miepen auch unter Wasser. Ihr macht was? Miepen. Wie hört sich das an unter Wasser? Das ist dann so. Okay. Also das ist dann auch wieder das Gleiche, wir geben uns den Takt und dann finden wir zusammen. Und die Musik könnt ihr aber tatsächlich auch hören und wie das funktioniert, auch das gucken wir uns jetzt mal an. Was ist das denn? Genau, das ist der Unterwasserlautsprecher. Das ist ein bestimmter Lautsprecher, der eben unter Wasser die Musik abspielt. Und dadurch können wir eben die Musik zum Teil fast besser hören wie über Wasser. Man hört das eigentlich total gut, oder? Beyoncé kann man wirklich gut hören. Ist das ein spezieller Lautsprecher? Ja, genau, das ist ein spezieller Unterwasserlautsprecher. Günther, deine Lautsprecher funktionieren, glaube ich, auf gar keinen Fall, okay? Günther, ich hätte noch eine Frage, darf ich die stellen? Das ist ja nett von dir, so. Jetzt habe ich ja diesen komischen Lautsprecher. Aber wie könnt ihr denn eigentlich so lange unter Wasser bleiben? Das ist ja ganz wichtig bei eurer Sportart. Ja, also das ist absolute Trainingssache. Wir trainieren das einmal in unseren Bahnen. Wenn wir normales Einschwimmen machen, machen wir auch viele Tauchbahnen. Und sonst halt auch im Kürtraining, wenn wir unsere Kür immer, umso öfter wir sie durchschwimmen, umso besser können wir sie durchhalten. Und so trainieren wir auch die Zeit unter Wasser. Wisst ihr denn, wie lange ihr tatsächlich unter Wasser bleiben könnt? Das variiert eigentlich. Also so eine Übung während der Kür kann schon mal so 20 bis 30 Sekunden dauern. Okay. Da muss man halt beachten, dass wir uns halt quasi die ganze Zeit bewegen. Das ist wie so ein 100-Meter-Sprint, eigentlich bloß ohne Atmen. Und wenn wir so tauchen, da schaffen wir dann schon 2 bis 3 Bahnen. So, also schon ordentlich. Sprich, eine Bahn ist 25 Meter, ja, so 75 Meter. Das ist wirklich super spannend. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute hier seid. Wir quatschen gleich auch noch weiter, weil Technik ist ja die eine Sache. Ihr benutzt aber auch noch kleine Hilfsmittel, möchte ich mal sagen. Nämlich das hier. Was das ist und wie das hilft, verraten wir gleich. Außerdem hat uns die Tigerentenreporterin bzw. euch besucht beim Training. Auch das erfahren wir, wie das ausgesehen hat. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit den Tigerenten und den Fröschen. Wir spielen Lattenknaller. 60 Sekunden haben unsere Teams im Studio jetzt Zeit, so viele Tore wie möglich zu schießen. Und es geht los in 3, 2, 1, go! Das war leider zu spät für die Frösche. Gut gehalten. Aber wir brauchen noch ein Tor. Oh, das ist die Führung für die TGN. So sieht das aus. 2-0. Vorsicht. Jawohl. Achtung!
das erste Tor spannend. Der Frösche. War das ein Tor für die Tigerenten? Jawohl! Das war ein Tor 3:1 und 2:3. Noch 5 Sekunden! 3:2:1 Vorbei! Zwei Tore für die Frösche! 3 für die Tigerenten, das heißt, diese Notbremse geht an die Tigerenten! 2:2 aktuell auf dem Notbremsenkonto. Wird spannend beim Tigerenten-Club dann. Spiel 5. So, und jetzt wandern wir rüber zu DJ Philipp, denn der gibt Punkte für die Performance heute. Hi. Jawohl, Hallöchen. Wir hören gleich zuerst Jason. Der hat sich einen Song von Shawn Mendes ausgesucht. There's nothing to hold me back. Was sagst du zu der Nummer? Ja, also der Shawn Mendes, der hat in letzter Zeit einfach so viel Gutes gemacht. Und auch dieser Song ist wieder mit dabei unter den Top-Spaßmacher-Liedern. Und genau das finde ich auch, also die ist voll dancig und hat einfach richtig viel Pep drin. Und ich freue mich auf die Performance. Wir freuen uns auch sehr auf ihn. Hier ist für euch Jason! Jason spielt Saxophon, Tuba, Gitarre und Klavier. Ganz schön viele Instrumente, ein echter Musikfan, das wird er uns jetzt zeigen. Jason, sei unser Clubstar. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let her take control. Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Ooh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. Jason! Super gemacht, auch deine Tänzerin, ganz großartig. Du hast hier gerade 4 Punkte ersungen, also schon mal richtig gut vorgelegt. Bist du zufrieden? Ja. Das kannst du auch sein. Nachher gibt es noch mehr Punkte für die Performance. Und jetzt musst du uns noch ganz schnell verraten, dein Lieblingsinstrument. Du spielst ja so viele. Ich habe keins. Du hast keins. Du magst sie alle gern? Ja, aber Klavier kann ich am besten. Klavier kannst du am besten und singen und tanzen kannst du auch. Das haben wir gerade gesehen. Jetzt sind wir mal gespannt auf die Tigerenten. Tanzen gehen. Und tschüss. Bei den Tigerenten tritt Luisa an. Sie hat sich ausgesucht von One Direction. What makes you beautiful, Teacher Philipp? Das ist gar nicht so eine einfache Nummer. Ja, die ist halt von einer Gruppe One Direction, die so richtig abgehen. Also die nachzumachen wird schwer. Ich bin mir aber sicher, dass What Makes You Feel Beautiful von vielen, vielen schon einfach voll oft auf die Bühne gebracht worden ist. Und sie hat sich da bestimmt inspirieren lassen. Wenn es eine schafft, dann sie. Einen großen Applaus für Luisa! Sie spielt Geige, geht zum Jazz-Tanz und würde gerne mal Architektin werden. Luisa, sei unser Clubstar. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk to the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are. You flip your hand, gets me over. The way you smile, that thing.
Luisa von den Tigerenten. Komm auf die Bühne. Die Tänzer und Binden hier rumkommen. Aber da kriege ich ja mal schon den Tigerentengruß für den Auftritt, oder? Quack, 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 quack. So. Was glaubst du, wie viele Punkte gab es für dich? Weiß ich nicht. Also ich kann dir sagen, es gibt für dich 4 Punkte, fast maximale Punktzahl. Ich würde sagen, das ist ein Applaus wert. Was ist denn los mit euch? Ja. Und eine Sache, verrat mir das auch noch ganz schnell. Hast du ein Vorbild, einen Lieblings-Popstar? Ja. Wer denn? Harry Styles. Oh Gott, was findest du so gut an ihm? Ja, der kann richtig gut singen und der kann alles singen. Der kann Pop singen, der kann rappen, der kann einfach alles. Hast du von ihm was abgeschaut? Ja, kann ein bisschen spicken. So, mal gucken, ob sie es ausgezahlt hat. DJ Philipp, du hast jetzt die Entscheidung in der Hand. Jawohl, also ihr hattet beide englische Texte. Beides super schwer. Jason, du hast richtig viel Text gehabt. Also da nochmal ein großes Respekt und eure Tanzgruppen. Jawohl, das kann man schon mal anerkennen, ne? Also, eure Tanzgruppen, ihr wart perfekt. Mädels im Hintergrund, ihr habt das so klasse auf die Bühne gebracht. Und vorne, es waren zwei perfekte Auftritte, deshalb kann ich keinen besser als den anderen bewerten. Beide 5 Punkte, volle Punktzahl. Damit können wir leben, oder Muster? Das ist ja der Hammer. Mega gut. Wie viele Punkte habt ihr? Wir haben 9 Punkte. Also, wir hatten auch 9 Punkte. Das bedeutet, es gibt 2 Notbremsen. Habt ihr beide mega gut gemacht. Damit weiterhin Gleichstand auf dem Notbremsenkonto. Es steht 3:3 nach unserem Tigerenten-Clubstar. 2 ganz tolle Auftritte. Hier sehen wir Jason von den Fröschen. So, oh, guck mal hier, was sie da im Hintergrund machen. Das ist wirklich hohe Turnkunst. Das war unser Tigerenten-Gruß. Und dann rockt Luisa die Bühne mit One Direction. Und da dürfen auch mal gerne die Haare fliegen. Verdiente 2 Notbremsen. Das stimmt. Ich bin jetzt wieder bei unseren Gästen, bei Marlene und Daniela, den Synchronschwimmerinnen der deutschen Nationalmannschaft. Und dass der Sport extrem anstrengend ist, das haben wir eben schon gesehen. Aber obwohl der so anstrengend ist, müsst ihr die ganze Zeit auch gut aussehen dabei. Und das wichtigste Accessoire von euch ist tatsächlich euer Lächeln. Ist das nicht mega anstrengend? Naja, also am Anfang tut man sich vielleicht ein bisschen schwer damit, aber mit der Zeit kommt es ganz von allein und man hat ja auch jede Menge Spaß dran. Warum ist das so wichtig, die ganze Zeit zu lächeln? Also es ist auf jeden Fall wichtig, die Wertungsrichter von seiner Präsenz zu überzeugen. Ja, genau. Also es ist das Wichtigste am Synchronschwimmen, dass man eben das rüberbringt und dass man die Wertungsrichter davon überzeugt und eben diese Anstrengung auch durch das Lächeln überspielt. Ja, das könnt ihr auf jeden Fall gut. Außer dem tollen Lächeln, was braucht ihr noch alles im Schwimmbecken? Also wir haben im Training ganz normal eine Badekappe auf, wie wir sie alle aus dem Schwimmbad kennen, eine normale Schwimmbrille und dann eben unsere Besonderheit mit unserem Nasenzwicker. Die haben wir gerade schon gesehen. Und dann habt ihr natürlich so tolle Anzüge an. Ja, genau. Das sind unsere Wettkampfanzüge. Hier haben wir mal ein paar mitgebracht. Das ist dann immer thematisch auf die Kühe abgestimmt. Zum Beispiel hier hatten wir eine bayerische Kühe und dann haben wir uns da halt überlegt, ein Dirndl zu haben. Das sieht ja süß aus. Stimmt, das sehe ich jetzt erst. Das sieht wirklich aus wie ein Dirndl. Cool. Wer macht die denn für euch? Da gibt es spezielle Schneiderinnen eigentlich, die sind auch oft dann in der rhythmischen Sportgymnastik tätig und für uns können wir denen quasi Entwürfe schicken, wie wir uns unseren Anzug vorstellen und dann versuchen die das natürlich so getreu wie der Skizze eben zu produzieren, ja, ja, und ihr habt natürlich auch wunderschönen Schmuck im Haar, der liegt hier vorne und diese Nasenzwicker, wie genau setzt man die eigentlich auf? Könnt ihr mir das nochmal zeigen? Also wir haben hier... Ich mache auch mit. Komm, es gibt 3 Stück, da kannst du auch mitmachen, weil ich glaube, für Günther reichen die Dinger nicht. Ah, wird schwierig. Also wie rum? Also, wir nehmen die beiden Enden so. Die beiden Enden so? Ja. Okay. Und dann einmal über die Nase drüber. Über die Nase drüber. Und dann so? Und, ja. Ja. Und schon ist richtig? Sie dicht. Oh, jetzt ist sie tatsächlich dicht, das kann man auch hören. Und so geht kein Wasser in die Nase rein. Genau. Nee. Okay, und die Schwimmbrille ist aber, ich nehme das vielleicht lieber mal ab, das ist vielleicht für euch ein bisschen angenehmer, um es zu verstehen. Die Schwimmbrille ist aber beim Wettkampf verboten. Genau, die ist am Wettkampf nicht erlaubt und das ist auch eigentlich so ein ästhetisches Ding einfach. Und die Badekappe habt ihr aber auch nicht auf? Nee, die Badekappe haben wir auch nicht auf, da haben wir extra Gelatine für, dass man quasi diese Badekappe ersetzen kann. Genau, eben, weil das funktioniert, erklär es uns gerne, genau, wollen wir natürlich auch sehen. Also hier seht ihr unseren Wasserkocher. Mit heißem Wasser. Da gießen wir unsere Gelatine auf, verrühren das, dass es eine schöne Masse ist und schon geht's auf die Haare drauf. Erst ist es relativ flüssig wie ein Gel und wenn es trocken ist, wird es schön hart, damit die Haare dann beim Wettkampf nicht ins Gesicht hängen. Aber wie fühlt sich das denn an, so ein Glibberzeug im Haar zu haben? Das ist gar nicht so schlimm, das ist relativ angenehm. Echt?
Hier vorne haben wir übrigens auch mal eine Schüssel vorbereitet. Die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Da gehe ich jetzt einfach mal mit der Hand rein. Oh, das wird ja richtig fest. Genau. Guck mal, da schmieren die sich dann in die Haare. Ups, ein bisschen in die Haare. Da habe ich ein bisschen was verloren. Das wird ja dann richtig steif. Das ist quasi der Ersatz für eure Kappe. Wie kriegt ihr das denn wieder raus aus den Haaren? Eigentlich ganz normal mit warmem Wasser duschen. Dann wird das langsam wieder ein bisschen weicher und dann lässt sich es ganz normal waschen. Okay, na gut, dann kriege ich das auch gleich mit warmem Wasser aus meinen Händen ab. Alles klar. Der Günther würde tatsächlich auch gerne mit dem Synchronschwimmen begehen. Meint er, hat eine Chance, wenn er jetzt erst anfängt? Ja, also der Günther ist ja, der fühlt sich ja im Wasser von Haus aus wohl. Also er bringt schon einige Grundvoraussetzungen mit. Die Rolle hat er vorher auch schon ganz toll gemacht. Also Günther, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber vorher musst du dir ein bisschen Gelatine auf den Kopf schmieren, okay? Ja, und unsere Tigerenten-Reporterin Alina, die hat mal die Junioren beim Training besucht. Und was sie da alles Spannendes erlebt hat, das zeigen wir euch. Synchronschwimmen wird natürlich im Schwimmbad trainiert. Ich bin schon da, aber wo sind die Isar-Nixen? Im Wasser, na klar. Die Mädchen der C-Gruppe sind zwischen 11 und 14 Jahre alt. Bis zu viermal die Woche treffen sie sich zum Training. Normalerweise beginnt das Training aber nicht im Wasser, sondern an Land. Und deshalb fangen wir jetzt nochmal gleich von vorne an. Mit dem Warm-up. Oder in Trainersprache mit Mobilisieren und Dehnen. Krass, wie gelenkig die Mädchen sind. Punkt 2 im Trainingsablauf. Die Stehprobe. Sieht lustig aus, ist aber wichtig. Denn später im Wasser soll ja alles synchron sein. Gezählt wird auf 1 bis 8. Und ist es schwieriger, alle Übungen sauber zu turnen oder zu machen oder sich zu konzentrieren, damit man sich nicht verzählt? Ich glaube beides. Aber dadurch, dass man eben die Übungen an Land macht, hat man ein gutes Gefühl, wie mit welcher Spannung und auf genau welche Zahl man genau welche Übung macht. Und hat man es einfach besser im Wasser drauf. Und nun geht's auch ins Wasser. Im Training darf mit Kappe und mit Brille geschwommen werden. Doch mit dem Warm-up ist immer noch nicht Schluss. Trainingspunkt 3, Einschwimmen. Für 1,2 Kilometer. Sag ich, bin ich jetzt schon total loser Puste. Ich meine, das ist ja total anstrengend. Am Anfang ist es immer ein bisschen schwieriger, aber je mehr man schwimmt, desto besser geht's dann. Und nun kommen wir endlich zum coolen Teil. Wir trainieren die Kühe der Mädchen. Und ich bin mittendrin. Über eine Stange im Wasser gibt die Trainerin uns den Takt vor. Und wir schwimmen nach. Naja, also ich versuche es zumindest. Sieht bei mir nicht gerade schick aus, aber so ist das am Anfang. Doch dann, nach nur einem Durchlauf, muss ich eine Pause einlegen. Und netterweise kommen Eva Maria, Jess und Thea auch dazu. Was findet ihr denn am Synchronschwimmen am besten oder am tollsten? Ja, halt, dass man im Wasser ist und zusammen ist und alles eine Gemeinschaft. Ja, ja, man kann auch was schöne Sachen unter Wasser machen und es ist nicht einfach nur Bahnen schwimmen, sondern mal was Abwechslungsreicheres. Abwechslungsreich ist Synchronschwimmen auf jeden Fall. Und wenn man es eine Weile gemacht hat, sieht es auch schon richtig toll aus. Vielen Dank, Alina. Ich finde, du hast dich auch echt richtig gut geschlagen. Und das war ja das Programm der Junioren. Das sah ja schon super anstrengend aus. Also ich weiß nicht, ob wir da Günther hinschicken können. Das ist schon ein anstrengendes Programm. Aber sag mal, habt ihr eigentlich auch Jungs oder machen das nur Mädchen? Wir haben auch ein paar Jungs, aber natürlich wesentlich mehr Mädchen. Also das, woran liegt das? Ah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es liegt ein bisschen so am Bekanntheitsgrad unserer Sportart, aber es werden immer mehr und das ist auch ziemlich gut. Also wenn jetzt ein paar Jungs da sitzen und sagen, ich finde das cool, dann könnt ihr mal bei euch vorbeischauen. Ja, gerne. Also ihr seid auf jeden Fall offen dafür. Was sind denn eure nächsten sportlichen Ziele? Ich meine, ihr seid ja schon super erfolgreich, aber was habt ihr euch noch vorgenommen? Also wir haben uns jetzt das Ziel Tokio 2020 als Ziel gesetzt, also die Olympischen Spiele. Und auf dem Weg dahin auf jeden Fall noch andere Wettkämpfe, wie zum Beispiel die EM und ein paar Open Cups. Ja, genau. Cool, das klingt sehr ambitioniert. Wir drücken euch auf jeden Fall alle ganz, ganz fest die Daumen für Tokio, für Danke. Olympia. Oder dass es klappt, da drücken wir den beiden die Daumen. Mit Sicherheit. Alles, alles Gute für euch. Schön, Dankeschön, dass ihr heute hier bei uns seid. Ja. Jetzt sind aber wieder die Tigerenten und Frösche dran. Wir kommen nämlich zum Quiz. Spiel 6.
Ich habe hier noch überall Gelatine am Pulli. Wie siehst du denn aus? Ey, hör auf, nein! Die Haare ich mag Gelatine nur bei Gummibärchen. Wir müssen drum schnicken, welche okay, Mannschaft anfängt. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ha, wir fangen an. Papier schlägt den Stein. Ja, ganz kurz Regeln noch erklären. Also, bitte werft nur auf die Symbole eures Teams. Tigerenten auf Tigerentensymbole, Froschsymbole auf Froschsymbole und dann, Muster, es gibt noch zwei Joker, oder? Das stimmt, nämlich eure Lehrer-Joker. Das heißt, wir können beginnen. Jawohl, voll auf die 30. Das ist schon mal gut, aber dafür gibt es leider noch keine Punkte. Vorher müsst ihr mir noch eine Frage beantworten. In der ersten Frage geht es natürlich ums Schwimmen. Und dazu schauen wir uns erstmal einen Film an. Synchronschwimmer benötigen nicht nur Kondition, Kraft und Ausdauer, sondern auch ein besonders gutes Gedächtnis. Für jede ihrer Disziplinen müssen sie sich verschiedene Küren mit immer wieder neuen Figuren merken. Einige Figuren tragen den Namen von Wassertieren. Diese zum Beispiel. Und das ist die Frage. Wie wird diese Figur genannt? Also diese Gelatine ist richtig hartnäckig. Ich hab die jetzt überall, Mensch. Du wirst zum Gummibärchen, ja, finde ich super. Ja, ich muss echt gleich auf jeden Fall heiß duschen gehen nach der Sendung. So, hier ist die Frage. Wie wird die gezeigte Figur genannt? Kondor, Gnu oder Barracuda? Kondor? Ich glaube Kondor. 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 Ja, Kondor. Kondor hochgeht und Kondor fliegen. Wie war die Erklärung? Das habe ich jetzt nicht gehört. Kondore fliegen und es ist hoch. Kondore fliegen? Ja, die springen auch aus dem Wasser. Ich habe keine Ahnung. Aber soll ich es einloggen? Ja. Kein Lehrer-Joker? Gut, dann loggen wir ein A. Kondor? Es gibt keinen Widerspruch aus der Klasse, denn wer es besser weiß, es gibt ja ein sogenanntes Vetorecht, darf aufspringen und auf den Buzzer hauen. So, und ob das jetzt stimmt, das verraten uns unsere Gäste. Bei uns heißt es Barracuda. Kurz und schmerzlos machen es die beiden. Ja. Keine Punkte. Schade, liebe Frösche, aber geht ja noch weiter. Dann also der erste Wurf für unseren angehenden Kriminalhauptkommissar. Bitte einmal auf die Wand werfen. Ah, nein, das war zulässig. Das bedeutet, die Frösche sind dran. Das ist wieder unsere Chance. Delian wirft und trifft. Und wir bleiben natürlich im Wasser und besuchen jetzt einen Surfkurs. An der Küste vor Kapstadt in Südafrika rollen lange, eher flache Wellen auf den Strand zu. Ein guter Ort, um surfen zu lernen. Während der Kurse beobachten die Sharkspotter, die Haiaufklärer, das Wasser. Wenn ein Hai auftaucht, geben sie Alarm, damit die Surfer schnell das Wasser verlassen. Nur selten gibt es Unfälle mit Haien, aber Caleb hat ein Bein verloren, als ein Hai ihn gebissen hat. Vom Surfen lässt er sich trotzdem nicht abhalten. Aber es beruhigt ihn, dass das Wasser überwacht wird. Die Haiaufklärer haben auch technische Unterstützung. Ein kleines Fluggerät mit einer Kamera wird hinausgeschickt und sendet Bilder ans Team. Und das ist die Frage. Wie heißt das Ding? Ihr habt's gehört. Wie nennt man das kleine Fluggerät, an dem die Kamera hängt? Ist das eine Drohne, Bohne oder Mohne? Drohne. Ich dachte Bohne. Ja, aber eine Bohne ist was zum Essen. Und Mohne? Eine Mohne, keine Ahnung. Aber Drohne ist es. Es ist nicht doch C? Ich habe auch zwei zu Hause. Du hast auch zwei zu Hause? Ja, dann kannst du es ja nur wissen. Gut, dann loggen wir ein. A, Drohne. Und Mohne sind übrigens laut Duden verschiedene Arten vom Mohn. Mohn ist eine Blume. Mohn ist eine Blume, Bohne ist was zu essen. Drohne ist die Kamera, richtig! 30 Punkte. So, Moritz, jetzt, du machst das. Ja! Jawohl, so muss das funktionieren. Nächste Frage für euch, sie ist 30 Punkte wert. Und dann müssen wir in unser Wiss-Quiz-Labor schauen zu Philipp. Hallo und willkommen im Wiss-Quiz-Labor. Heute mit einem richtig coolen Experiment. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht nämlich um Temperaturen. Cool und warm, also kalt und warm. Genauer gesagt, um diese beiden Flaschen hier. Denn ich habe hier ein paar Eiswürfel, mit denen ich diese blaue Flasche runtergekühlt habe. Da ist Wasser drin und ein bisschen Lebensmittelfarbe, damit man das auch besser sieht. Und in die zweite Flasche, die ich vorbereitet habe, kippe ich jetzt heißes Wasser rein. Hoffentlich ohne mir dabei die Pfoten zu verbrennen. So, und jetzt kommt auch schon meine Frage. Das hier ist ein Becken mit lauwarmem Wasser. Was passiert, wenn ich jetzt das kalte und das warme Wasser hier reinlaufen lasse? Welches schwimmt oben? Das warme, das kalte oder keins von beidem? Heiß. Die Frage gebe ich direkt an euch weiter. Welches Wasser schwimmt oben?
Das Warme, das Kalte oder keins? Ja, das Warme. Das Warme, ihr seid euch sicher? Ja, gut, dann ja. Ja oder nein? Ja. Wir loggen das jetzt ein. Ja, Philipp, stimmt das? Dann probieren wir das doch einfach mal aus. Also, vorsichtig reinlaufen lassen. Zack. Oh, und man kann sogar schon eins sehen. Die blaue Flasche säuft ab, okay, die rote auch. Aber das rote Wasser, also das Warme, das steigt hier eindeutig auf. Und das liegt an der Dichte. Na, das warme Wasser, das hat viel mehr Energie, ja? Ich habe sie auch aufgewärmt. Das heißt, die Moleküle zappeln da ganz wild durcheinander, brauchen mehr Platz. Und deshalb ist die Dichte auch geringer. Geringe Dichte bedeutet, dass dieselbe Menge warmes Wasser weniger wiegt als dieselbe Menge kaltes Wasser. Und was weniger wiegt, das landet oben. Deshalb ist das warme Wasser hier in der oberen Schicht und das kalte unten. Ein ganz schön cooles Experiment, oder? Und damit zurück ins Tigerentenstudio. Viel Spaß beim Weiterraten. Klingt logisch und das bedeutet 30 Punkte für die Tigerenten. Es geht weiter mit den Fröschen und die Lianen darf werfen. Das war ganz knapp. Oh. Haarknapp getroffen. Es ging hier um Millimeter. Und jetzt gehen wir aber mal kurz ins Trockene, nämlich zu Max auf den Fußballplatz. FC Bayern, Mainz 05 und Eintracht Frankfurt spielen alle in der ersten Bundesliga. Doch wie viele Mannschaften spielen dort insgesamt? Ihr habt's gehört. Wie viele Mannschaften spielen in der ersten Fußball-Bundesliga? 16, 18 oder 20? 18. Lilian, der kann man eh nichts anderes erzählen, wenn es um Fußball geht, oder? Ja. Okay. 18. Sicher, dass es nicht 20 sind? 18. Okay, sehr also gut. Also wir glauben, C ist richtig. Ist ja gut. Ganz, ganz ruhig da drüben. Wir loggen ein B, 18. Wie viele spielen in England und Spanien in der ersten Liga? Weiß ich nicht. 20. Ja. Und in Deutschland? 18. Richtig! Ja. 18 Stunden, 30 Punkte für die Frösche. Günther Nagel, wir müssen noch einmal werfen. Liebe Frösche, wisst ihr, was das bedeutet? Diese Notbremse geht an euch! Ja. Die Zeit ist leider vorbei gewesen, wir haben das so gut gemacht. Jetzt freue ich mich auf einen Gast, der ganz am Anfang seiner Bühnenkarriere steht, aber mit ihren richtig coolen Playback-Videos hat sie schon im Internet über Hunderttausende von Fans gesammelt. Und das Tolle ist, jetzt singt sie selber. Wir freuen uns, dass sie heute hier ist. Einen ganz großen Applaus für Selina Moore und ihrem Hit Jackpot. I know.
Selina Ruhr im Tiergartenclub. Schön, dass du da bist. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Kommt mal zu mir nach vorne, du ganz speziell. Selina, wir freuen uns alle so, dass du jetzt endlich auch selbst singst. Ja, nicht nur die Playback-Videos. Jetzt arbeitest du an deinem Album. Jetzt passiert so viel. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, jetzt mache ich selbst? Genau, also eigentlich singe ich schon immer, seitdem ich ganz klein bin. Und singen ist schon immer meine große Leidenschaft. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit, mit super tollen Songwritern und Produzenten zusammenzuarbeiten und bin mega zufrieden und glücklich mit dem Ergebnis. Oh Gott. Okay, also du hast einen sehr großen grünen Fan. Ich glaube, Günther würde gerne... Ja, aha, du hast den Selfie-Stick dabei. Können wir mit Günther ein Selfie zusammen machen? Natürlich, okay. Sehr gerne. Würdest du das machen? Du bist ja die Expertin da von uns. Bitte mal den Selfie-Stick nehmen. Dann alle müssen drauf auf unser Selfie. Günther, komm nach vorne. So. So, lächeln. Sehr gut. Super. Vielen, vielen Dank. Günther ist zufrieden. Du kriegst den Selfie-Stick, Günther. Ich nehme die Ente. So, eine Frage aber noch an dich. Du gehst ja tatsächlich noch normal zur Schule und trotzdem bist du auf der anderen Seite ein Star. Wie hat sich denn dein Leben verändert jetzt bei dir? Ich werde natürlich oft erkannt auf den Straßen und in der Schule, aber ich finde es total cool, wenn Mitschüler zum Beispiel auf mich zukommen und sagen, dass sie feiern, was ich mache. Und ich bin aber auch in letzter Zeit echt oft unterwegs in Deutschland und da ist es natürlich ein bisschen... schwierige Zeit für Hausaufgaben zu finden, aber für mich ist ganz wichtig, Schule geht immer vor und ja, ich möchte auf jeden Fall ein gutes Abitur machen und das werde ich auch schaffen. Sag mal, hast du Lieblingsfächer, wenn du dich durch die Schule kämpfen musst, wie wir alle? Ja, also manche werden mich vielleicht jetzt komisch finden, aber ich mag Mathe sehr gerne. Was, wirklich? Ja. Warum, was ist so toll an Mathe? Mathe ist furchtbar. Günther findet Mathe auch, nee, der findet dich toll, deswegen findet er Mathe jetzt toll. Ah, super. Er heuchelt. Warum findest du Mathe so gut? Keine Ahnung, irgendwie, ich mag das, wenn man so ein Ergebnis hat. Also entweder ist es richtig oder falsch. Und wenn man alles versteht, macht es eigentlich wirklich echt Spaß. Also immer dranbleiben und dann macht es auch echt Spaß. Wenn man es kann, macht es Spaß. Das war immer mein Problem in Mathe. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier warst. Wir freuen uns auf dein Album, auf die neuen Songs und sagen danke, du kriegst von uns die Tierente. Schön, dass du da warst. Selina Moore. Und wir zu Hause wissen wollt, ob was aus diesem Selfie geworden ist, was wir mit Günther gemacht haben, klickt euch einfach rein auf den Accounts des Tigerentenclubs bei Instagram und Facebook. Spiel 7. Passend zu unserem Studiothema heute spielen wir natürlich mehr Wasserschwamm und dafür tauchen unsere Spieler ihre Köpfe hier ins Wasser und dann müssen sie mit den Taucherflossen hier rüber flitzen, was gar nicht so einfach ist, und dann den Kopf hier gegen die Wand pressen, damit das ganze Wasser ablaufen kann. Genau, das Wasser kommt in die Eimer und am Ende werden die Eimer genommen und hier an der Waage gemessen. Und welches Team das meiste Wasser geschafft hat, hier rüber zu tragen, das gewinnt die Notbremse. Es geht los. In 3, 2, 1, go! Auf geht's, ihr Tiger, auf geht's! Umdrehen, den Kopf ganz ran. Du musst ganz ran. Sehr gut! Den Kopf schön ins Wasser! Jetzt läuft's! Was läuft? So! Die Zeit läuft auch! Schön die Birne ins Wasser! Noch 35 Sekunden! Schön! Jawohl, Delian! Und schnell wieder zurück! Sehr gut! Und da kommt Sarah von meinen Fröschen! Jawohl, sehr gut! Sehr gut, Moritz, sehr gut! Beide Mannschaften auf machen geht's, das bisher echt auf spitze! Geht's. Oh, das wird hier alles pitchnass im Studio, aber es läuft gut. 10 Sekunden, die Zeit läuft. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vorbei. Stopp. Boah, hier ist ja alles pitchnass bei uns. Oh. Gut, dann nehmen wir die doch mal mit. Hast du deinen Eimer Muster? Ja, ich bin da. Okay, warte. Sagst du Bescheid? Ja, Moment, ich hab nicht so viele Muckis wie du. Bist du soweit? 3, 2, 1. Und? Oh, nee, warte. Eindeutig. Das gibt's doch gar nicht. Die Notbremse. Oh, Moment. Nein. Wir müssen... Doch. Die Notbremse geht an die Tigerenten. Wir schauen noch mal rein in unser Meer-Wasserschwamm-Duell. Ah, schön den Kopf abgetaucht und dann wird so ein bisschen Meerjungfrau gespielt. Es ist ein Spaß immer wieder. Beide Mannschaften haben das echt gut gemacht und ich dachte ja, die Waage, die springt jetzt nochmal zurück auf Grün, ja, aber leider hat es nicht geklappt.
Aber das bedeutet, es ist im Moment super spannend. Also jedes Team hat 4 Punkte auf dem Konto. Spannender geht's gar nicht. Ja, es ist eine 50-zu-50-Geschichte, wer hier den Goldpokal mit nach Hause nimmt. Jetzt kommt's auf unsere Lehrer an. Genau, die müssen jetzt ran im Lehrer-Check. Spiel 8. Notbremsen, Gleichstand, das wird ein spannendes Finale, aber vorher sind unsere Lehrer gefragt. Wir kommen zur ersten Frage für Frau Kiefer. Es geht um 10 Punkte und ich möchte von Ihnen wissen, wie viele Bänder hat die Harry Potter-Reihe? Sind das 9, 8 oder 7? Soweit ich mich erinnere, 7. Dann hoffen wir mal, dass Sie sich richtig erinnern. Wir loggen ein C und die richtige Antwort lautet 8. Leider keine Punkte. Das heißt, die Tigerenten können jetzt vorlegen. Hier kommt ihre erste Frage. 10 Punkte ist sie wert. In welches Land führt eine Rallye die Helden Asterix und Obelix? A. Italien, B. Amerika oder doch C. Griechenland? Also die Rallye ist, glaube ich, jetzt der neueste Band durch Italien. Das ist ja so ein Autorennen, ne? Ich weiß es nicht. Italien. Also wir sagen Italien. Ja. Loggen wir das ein. Und das ist richtig! 10 Punkte! Weiter geht's mit 20 Punkten. Frau Kiefer, das ist jetzt Ihre Chance. Hier ist Ihre Frage. Mit welcher Sendung startete Lina Larissa Strahl ihre Karriere? War das A. Dein großer Tag, B. Dein Song oder C. Tiere bis unters Dach? Dafür wäre es jetzt sicher hilfreich zu wissen, wer Lina Larissa Strahl ist. Ja, das stimmt allerdings. Ja, tatsächlich. Muss ich raten. Also C würde ich mal ausschließen. A. Na. Ich darf Ihnen leider nicht helfen. Ich darf ich so mich nochmal umentscheiden? Sie haben sich doch noch gar nicht entschieden. Ach so, ja. Dann nehme ich B. Okay, dann loggen wir ein B. Dein Song. Und ich bin mir sicher, die Frösche werden Ihnen gleich ausführlich erklären, wer Lina ist. Ja, hoffentlich. Das hoffe ich auch. Aber die Antwort ist richtig. 20 Punkte. So, Frau Sandritzky, Ihre zweite Frage. 20 Punkte ist sie wert. Achtung. Vincent Weiss wurde bekannt mit der Coverversion folgendes Songs. A. Wir sind groß. B. Unter meiner Haut. Oder C. 80 Millionen. Der heißt Vincent Weiss, ich weiß es nicht. Nein, okay, aber müssen Sie raten. Ich nehme C, 80 Millionen. 80 Millionen, dann gucke ich mal kurz zu meinen Tigerenten. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht so gut aus, nee, ist es auch nicht. Unter meiner Haut wäre es gewesen, B. Die 80 Millionen hat der Max Giesinger gesungen. Tja, wir freuen uns natürlich, denn noch eine Frage hätte ich für Frau Kiefer. Es geht um 30 Punkte, hier ist sie. Garfields tierischer Mitbewohner Odie ist ein Vogel, ein Hase oder ein Hund? Ein Hund. Das loggen wir ein. Liebe Frösche, stimmt das? Ja! Es stimmt! 30 Punkte! Ja, ja, Muster, dann brauche ich ja meine Frage gar nicht mehr stellen. Wir können nicht mehr rankommen. Die Notbremse geht an die Frösche! Schauen wir auf das Notbremsenkonto. Mensch, 5 habt ihr, aber wir haben 4, Muster. Wir haben 4. Ja, noch ist gar nichts entschieden, denn wir schauen uns jetzt an, wer sich länger am Sattel halten kann. Wir kommen zum großen Finale. Spiel 9. Auf der Tigerente der Wilden. Für die Tigerenten sitzt Moritz. Moritz, wir haben 4 Notbremsen. Ich bin mir sicher, das reicht dir, oder? Ja. So, ein letztes Mal unser Tigerentengruß. Komm her. Quack, 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 quack. So, ich drück dir die Daumen, du machst das. Liebe Sarah, Frau Kiefer hat dir noch eine weitere Notbremse verschafft, also bleibst du hoffentlich ganz lange sitzen und jetzt noch schnell deinen Gruß. Ich grüße Luan und Paula. Luan und Paula sitzen zu Hause und drücken dir gerade ganz fest die Daumen, damit du ganz lange sitzen bleibst. Ach nee, die sitzen gar nicht zu Hause, die sitzen hier im Publikum. Ha, mein Fehler. Es gibt bestimmt aber auch eine Paula, die gerade zu Hause sitzt. Hallo Paula zu Hause. Jetzt legen wir los. Gut festhalten. Es geht los in 3, 2, 1, go! Anfeuern!
großartig. Wir haben noch keine Notbremse. Stimmt, jeder hat ja noch eine. Oh, aber ich glaube, die Frösche könnten mal langsam einer. Sehr jetzt gut, ist die Sarah, erste raus. Du schaffst das. Oh, gut festgehalten, jawohl. Du hast noch drei Notbremsen, alles ist gut. Drei Notbremsen haben auch noch die Tigerenten. Tigerenten, 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 Tigerenten. Noch eine Notbremse bei beiden, das wird ganz spannend. Locker bleiben, Moritz, ganz cool bleiben, ganz cool bleiben. Sarah, festhalten! Oh, die Tigerenten spielen richtig risikoreich. Das geht so, Moritz! Du hast es geschafft, Moritz! Trotz einer Notbremse Rückstand! Er ist völlig kaputt! Du hast es geschafft, Mann! Salut, Cole! Liebe Frösche, ihr wart echt eine ganz, ganz tolle Mannschaft! Herzlichen Glückwunsch für euch gibt es heute Silber! Moritz, liebe Tigerenten, kommt mal nach vorne! Mann, 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 war das so spannend! Liebe Tigerenten, für euch gibt es heute den Goldpokal! Und das Schöne ist ja, die zweiten Sieger dürfen im Tigerenclub ihren Lehrer baden schicken. Und das darf Sarah jetzt machen. Frau Kiefer geht baden in 3, 2, 1, go! Wir wollen natürlich an der Stelle auch noch Danke sagen. Danke an unsere tollen Gäste heute. Sie sind deutsche Meister im Synchronschwimmen. Dankeschön an Daniela und Marlene. Für euch gibt's diese Tigerente. Bitte schön. Schön, dass ihr da seid. Und wir feiern die natürlich noch ordentlich weiter und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Voll stark.